Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. So. Ach, muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen, ey. Jetzt mal, wenn man zwischen den ganzen Spielen hin und her wechselt, hatte ich ja schon mal das Thema. So, kurz mal gucken. Dann öffnen wir mal. Was auch immer uns da erwartet. Hitze. Ist das jetzt der Feuertempel? Tempel des Erdlandes. Okay. Erstmal hier alles wegräumen. So, so, so. Hier darf ich speichern. Schön, dass er da nicht gesprungen ist. Bin ich totaler Fan von. So. Okay, da kommen wir noch nicht hoch. Ich kann darüber oder darüber. Dann laufen wir mal darüber. Ab. Ah. Graben, 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 graben. Flucht, alles voller Ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht hierher kommen sollen. Yo, ich kenne dich doch. Ha, hat dich die Suche nach deiner Freundin hergebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, hier zu Hilfe zu kommen. Da ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus, es ist viel zu gefährlich. Okay, wir drehen uns erstmal. So ist besser. So. Das ist die nächste Fledermaus. Die soll jetzt auf mich herkommen. Weil erst warte ich jetzt die Fledermaus ab. Das könnt ihr so fast von mich sicher sein. Weg mit dir. Jetzt müssen wir hier rüber. Ja. Okay, Seil trennen finde ich gut. Und da auch. What? Und noch? Ah, okay, ich verstehe. Halt. Da auch noch das Seil drin. Nein.
genau. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegnern in der Nähe entdeckt. Es scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von ZL anzuvisieren und mit Hilfe von unten zu rufen, damit wir nicht weitere Informationen über ihn geben kann. Hä? Wow, der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Eieiei. Au, 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 au. Ich flüchte mal. Okay, der hat mir jetzt ganz schön böse Wundertrank. Ganz schön böse zugetan. Das war doof. Okay, den haben wir erledigt. Danke. Ich wirf ein paar Herzen. Die Dinge sind jetzt nicht ganz so das, was ich haben wollte, aber okay. Hm. Okay. Warum, glaube ich, müssen wir das in die Luft sprengen? Okay, einer musste nur treffen. Naja, gut. Was wollt ihr von mir? Das wollt ihr nicht von mir. Nein. Ach Mann, ich will immer drehen und ziehe jedes Mal das Schwert. Das ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Danke. Herzen? Gar nichts. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier Bomben bekommen. Hm. Nun gut, dann laufen wir mal. Hier ist nix. Da komme ich nicht rüber. Da auch nicht. Oder sehe ich irgendwas? Oder oben ist was definitiv, das will ich haben. Hm. Anzugreifen, das ist mir jetzt erstmal egal.
Hier drin ist nichts. Nein, okay. Da sind noch Herzen. Ja. Ich glaube, ich muss darüber. So, hier rüber, glaube ich. Frage ist, muss ich jetzt mit dem Bomben da hoch oder nicht? Das jetzt am besten. Hier kann ich noch graben. Ah, hier gibt es eine Rubine. Okay. Das haben wir schon mal irgendwie jetzt hinbekommen. Ein goldener Schmuckschädel. Wow, der hat mir gefehlt. Ah. So was wollte ich schon immer mal haben. Damit ist er weg, ne? Gut. Oh, dieses Schwert! So. So. Komm her. Mann, gib mir doch mehr Herzen. Ah, ich will Herzen. Also echt ohne Herzen, Trank und so weiter, das wird echt eine harte Nummer. Natürlich bist du noch da. Ja, gut, ich brauche keine Herzen. Ich kann mit den paar Herzen leben. Oh. Hm, muss ich das da vielleicht sogar anrollen? Eine blaue Vogelfeder erhalten. Die kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Oder halt hier in der Schatztruhe. Ganz vorsichtig tot. Okay, muss ich reindrücken. Und weg. Drehen. drehen. Das Schwert ist mal wegstecken. Gut, ich hier drauf stehen kann.
Weil da hinten wird echt schwer. Ich glaube, an dem gehe ich lieber links vorbei. Verflucht, sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferry. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche wieder. Ah, guck mal, da kann ich doch durch. Oh. Danke, weg ist er. Das heißt, dann muss ich sie wahrscheinlich jetzt hier kugeln. Yes! Aber hier ist noch eine Leiter hoch. Was hat es mit der Leiter auf sich? Die Rubine! Only for rubies! Wenn ich ganz viel Skill habe, komme ich da sogar rüber. Ich habe ihn aber nicht den Skill, ist ja klar. Ja, geil. Bro, du hast es sowas von drauf. So. Yes! So muss das. Juhu! Ich habe eine Fee gefangen! Automatisch, wenn deine Kräfte schwinden. Ja, das wollte ich haben. Genau das. Juhu, ich hab ne Fee, ich hab ne Fee, ich hab ne Fee. Ah, jetzt fühle ich mich schon wieder viel sicherer. So. Was erwartet mich für ein Gegner? Gleich zwei von denen. Ja, nice. Ich möchte jetzt einen von denen haben. Oh, verdammt.
Was? Ihr seid zu zweit? Nee, stopp. Das hatten wir nicht ausgemacht. Verdammt, ey. Wie meint das jetzt am besten? Okay. Ich will den da jetzt als erstes haben. War klar. Es war so klar. Oh, cool. Eidechsenschwanz erhalten. Yay! Schön. Warum? Ich mache... Ich komme noch von der anderen Seite. Oh Mann. Was für ein Chaos. Und hier halte ich jetzt die Bombentasche, oder was? Du hast eine Bombentasche gefunden. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Sie ermöglicht dir das Vordringen an Orte, die dir sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob er sie dir leiht. Na gut. Muss er ja nicht, ne? Er kann sich einfach verkrümeln. Meine Bombentasche. Vielen, vielen Dank. Dann gib sie mal her. Moment, ich soll sie dir leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Immerhin hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierhin gewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Er hat sich ja Sorgen um mich gemacht? Das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Du hast eine Bombentasche erhalten. Ferry hat sie dir netterweise überlassen. Beseitige mit ihr Hindernisse. Ich gebe dir eine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Muss ich die jetzt erst sammeln? Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier. Okay. Also ich habe jetzt 5 gefunden. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In die Tasche passen bis zu 10 Stück. Wenn du also Donnerblumen findest, solltest du deine Vorräte auffüllen. Das ist natürlich dann praktisch. Dann machen wir das doch mal. Ja. So. So, die wachsen nämlich schnell nach. Ah, praktisch. Ich zünde sie an, packe sie in meine Tasche und sie gehen wieder aus, ne? Das Drecksding. Wo ist mein Ball? Ach, da ist mein Ball. Ne, wisst ihr, wie wir was machen? Machen wir es mal anders. Liegt mir jetzt ja nicht in die Quere. Ich will die Energie haben. Ich glaube, weiter ist hier keine Energie. Da ist hier keiner. So. Vorsichtig vorangehen, vorsichtig vorangehen. Da lang, da lang, ja, da lang. Halt, wartet, 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 wartet. Wir müssen doch hier lang. Thank you.
da lang. Hm, keine Ahnung. Das ist mir jetzt gerade ein kleines Rätsel. Aber dafür ist ja selber bekannt, ne? Rätsel. Schön, haben wir getroffen. Kabum. So, kann ich das da hinten kaputt machen? Ne, ich würde sagen, das ist eine feste Säule. Wenn ich die kaputt mache, habe ich echt ein Problem. Darunter lang kann ich auch nicht. Aber ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Guck, guck, hallo. Und tschüss. Der hat das echt überlebt. Überlebt er das ernsthaft, diese Bombenexplosion? Na geil. Komm ich jetzt an den ran? Komme ich von der anderen Seite ran, glaube ich. Der ist resettet. Hasse die Gegner. So ein Arsch! Einfach willkürlich irgendwo hinschlagen, ey. Nein, nein, nein! Oh, das gute Herz. Ich fühle mich gerade sowas vom Spiel verarscht. Hier, Herzen. Nein, Rubine natürlich. Warum erwarte ich denn auch Herzen? Oh, Herzen! Wartet. Vielleicht funktioniert das ja. Danke. Hau noch nicht ab. Schade, das funktioniert nicht. Irgendwas hat nichts fallen gelassen. Schade. Ui, der wird interessant. Und tschüss. Gibt es auch wieder ein Herz? Ich glaube es nicht, da gibt es auch wieder ein Herz. Danke. So. Haben wir denn hier noch irgendwas, wo Herzen drauf sein könnten? Nein. Den könnte ich jetzt von der Seite angreifen. Das mache ich auch mal. Stopp. So.
Oh. Tschüss. Natürlich gibt das ein Herz. Und natürlich komme ich da nicht ran. Ist ein Scherz, ne? Oh, du warst halt zu langsam. Schnauze! Mann! Das Spiel ist einfach... Es will mich ärgern. Ich war zu langsam. Oh, cool. Na komm. Ich bin dir. Herz. Wie die Herzen. Was haben wir da? Kompass. Irgendwas. Karte. Kompass gibt's ja gar nicht mehr. Die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt die Übersicht deiner Umgebung, welche Räume du noch aufsuchen musst. Und natürlich auch die Kisten. Und das X heißt wahrscheinlich, da darf ich irgendwas aufbomben. Oh, bin ich ein ganz großer Fan von? Ganz viele Herzen bin ich immer ein Fan von. Rüber. Wieso? Was macht der da für einen Sprung? Oh, diese... So, dann laufen wir halt. Manche Sprünge sind hier echt ein bisschen fraglich, oder? Das ist das Doofe an automatischen Springen. Ich glaube, der ist jetzt nicht wieder da. Okay. Das heißt also, da ist irgendwas, was wir aufspringen können. Sollte ich das jetzt jedenfalls gesehen? Oder? Weil woanders können wir ja gar nicht lang. Da ist eine Kiste, da kommen wir noch nicht hin. Da komme ich noch nicht lang. Und da auch noch nicht. Da ist Zelda. Da ist wieder ein neuer Speicherpunkt. Gut, dann würde ich mal sagen, muss ich da mal erkunden, was da in der Richtung sein soll, wie ich da hinkomme. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.